Willkommen zu einem neuen Video mit mir, BezwingerLP. Heute spielen wir wieder Atlas. Ich gehe mal wieder aus der F5-Sicht raus. Ich nenne es F5-Sicht. Boah, warum leckt das jetzt so? Einfach weil es Minecraft so ist. Boah, es leckt gerade echt. Also es liegt nicht an der Aufnahme, nicht wundern. Boah, da sind... Oh nein! Ich werde angegriffen von einem Krokodil. Oh oh. Ich glaube, wir werden sterben. Nein, doch nicht. Boah, es laggt aber echt krass gerade. Oh, da ist das Krokodil. Oh nein! Wo ist es? Oh Gott. Warum lag das? Warum lag das jetzt so? Oh, das Krokodil ist weg. Ist das so laggen? Ich sammle mal die Schatzkarten auf. Eine gewöhnliche. Was ist das für eine? Wahrscheinlich auch eine gewöhnliche. Ja. Und die wahrscheinlich auch. Und dann schwimmen wir mal dahin, sammeln die ein, bringen die dann in unser Haus. Nein, nicht laggen. Oh, eine fine Treasure Map. Also eine schon bessere. Die gibt auch mehr Gold natürlich. Irgendwie Sinn. Okay. Ich hoffe, die Aufnahme ist okay. Ich habe gerade was geändert bei OBS. Und ich hoffe, es hat sich im Positiven geändert. Wie sieht der denn aus? So. Okay. Man erkennt gar nichts. Cool. Beste Schatzkarte der Welt. Man sieht nur, dass da oben eine ganz kleine ganz kleines bisschen Wasser ist. Die könnte man echt verkaufen. Ich hab eine Idee. Wir fahren einfach mal zum Freeport mit dem Schiff. Verkaufen die. Die bringt nur 60. Wie sieht die denn eigentlich aus? Ich nehme mal alle in mein Inventar. Guck mir mal alle an, außer die Fein. Die hatte ich ja schon jetzt. Ja. Kann man nicht wirklich erkennen, wo das ist, ne? Das ist immer das Problem. Ach, da steht sogar eine Region immer. Oh, das ist bei mir. Das ist auf der hier unten. Kannst du euch mal zeigen? Das müsste hier Atlas. Oh, nein, das will ich jetzt nicht. Das müsste die hier sein. Da unten. Bin ich damit richtig? Ja. Okay. Könnten wir da theoretisch hin? Ja. Nur die Frage ist, wo genau ist das? Wenn ich jetzt mal hier wieder auf Atlas gehe. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall die. Nur die Frage ist. Das X ist ziemlich fett. Da ist die Frage, wo der Schatz dann ist, genau. Wir könnten da ja mal hinfahren einmal. Ich guck mal einmal kurz dann, wenn wir auf dem Schiff sind, ob die Aufnahme auch okay ist oder ob die zu wenig FPS hat.
Also schwimmen wir eben aufs Schiff. Gut. Und hier hochklettern. Komm. Nein. Ja. Komm, ich schaffe es. Ja. Okay. Jetzt einmal kurz. So. Und. Ja. Hier, ja, läuft ganz gut. Okay. Also 60 FPS. Ob es durchgehend ist, weiß ich nicht, aber. Erstmal Anker lichten und drehen. Also einmal W, dann geht der Anker weg. Also hoch. Hier hinten ist der. Und. Gleich müsste man ihn sehen. Und komm. Jetzt sieht man die Kette sich bewegen und da ist er. Gut, dann drehen wir uns mal. Wo müssen wir denn hin? Oh, das sieht man nicht so gut. Atlas. In welche Richtung? Also in den Süden müssen wir. Das heißt einmal hier rum, am besten in Richtung Westen. Okay. Dann einmal M wieder. Und warum zittert er so? Westen ist in. Na, okay, in die Richtung. Okay, wir können auch darum, aber da wäre der Wind auch nicht so gut. Von daher ist der Westen ganz gut, also da lang, dann da runter, so. Weil, was geht denn schneller eigentlich? Also jetzt würden wir in Richtung Osten fahren. Das wird länger dauern. Westen. Gut. Zehn Stunden später haben wir uns schon gedreht. Okay. Aber gleich haben wir uns schon gedreht. 10 Minuten des Videos sind aber jetzt auch schon rum, gleich. Also 10 Minuten, um ein Schiff zu drehen. Im Prinzip. Ich fahre um diese Insel da auch noch rum dann, weil ich nicht in diesen Stein da fahren will. Okay, dann stoppe ich jetzt mit dem Drehen. Und offen, öffnen und Segel öffnen. Jetzt sitzt da, sieht man, Segel werden runtergelassen. Gut, und jetzt geht's mit nicht Vollspeed los, weil wir gegen den Wind sind. Okay, jetzt können wir uns aber auch schon schneller drehen, wenn wir uns bewegen. Gut, und ich werde doch hier schon drehen. So, und jetzt werden wir auch schon schneller. Oh, das sieht schön aus. Oh Gott, nein. Oh oh, oh oh. Weil es laggt, kann ich nicht so gut steuern. Es laggt ziemlich. Kann ich den Anker lichten? Würde ich gerne machen. Vorsichtshalber. Ah, okay, okay, okay. Anker ist gelichtet. Jetzt wieder hochziehen und drehen. Komm. Gut. Nicht so weit. Warum fahren wir nicht los? Hopp, hopp. Komm schon. Warum fährt das denn nicht? Hm.
schließe und öffne wieder. Vielleicht geht's das nicht. Ja. So. Aber wir fahren immer noch nicht. Verstehe nicht ganz, warum nicht, aber... Ne? Macht überhaupt keinen Sinn, dass wir nicht fahren. Lass den Anker nochmal fallen. Und wieder hochziehen. So. Hallo? Ist das Gewässer zu flach, oder was? Ah, ja, anscheinend. Okay, und jetzt drehen, drehen. Komm. Ah, es ist, da es laggt, ist es nicht ganz einfach zu steuern. Okay. Jetzt fahren wir hier einmal lang. Ich will nur die Karte öffnen. Komm schon. Hey. Was ist denn heute los? Also normalerweise laggt es nicht so. Habt ihr auch in der letzten Folge gesehen? Könnt ihr es bitte aufhören? Ich habe ein bisschen Angst, dass ich irgendwo gegenfahre. Oh oh. Wo bin ich jetzt? Kann nichts sehen außer Wasser. Okay, aber wir fahren richtig. Noch ein bisschen nach hier, so ein bisschen nach links. Oh, da ist ein Leuchtturm gebaut worden. Okay, also, in welche Richtung müssen wir jetzt? In Richtung Süden. Da fahren wir richtig. Also, um genau zu sein, südwestlich müssen wir also so ungefähr. Oder? Nein, südwestlich müssen wir. So, ja, da fahren wir richtig. Gut. Und jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir nicht auf so ein Geisterschiff da drauf losfahren. Ist das die Insel? Liegt hier noch irgendeine Insel zwischen? Nein, dann ist das die. Ein Upgrade. Auf was level ich? Ich werde auf... Wait, gehen. Genau, das müsste die Insel sein. Und dann können wir da ja mal gucken, ob wir den Schatz finden. Braucht man eine Schaufel dafür? Ich denke. Ich habe meine Schaufel nicht mit. Oh. Perfekt. Was passiert, wenn ich auf... hier drücke. Ah, dann... Oh, das wollte ich nicht. Ach so, so kann ich dann zielen. Machen wir nach hier, damit ich nicht schießen kann. So. Da kann ich auch nicht hinschießen, ne? Nee. Okay. C, was macht C? Ich glaube stoppen. Und N... Keine Ahnung. Da ist so eine treibende Schatzkiste. Die brauche ich jetzt nicht. Also da ist ein bisschen Gold drin immer und ein bisschen Essen. Okay, es müsste die Insel sein, genau. Ich steuere mal ein bisschen nach rechts. Damit ich auch schneller werde. Aber ich bin schon relativ schnell. Ich habe ja auch zwei Medium Speed Cells. Okay. Gleich sind wir da. Und dann müssen wir gucken, wo wir genau dahin müssen. Vielleicht findet man den Schatz, vielleicht muss man aber auch graben, wie gesagt.
Ich weiß es leider nicht. Und zurückfahren mache ich dann alleine. Offline. Wir fahren da jetzt nur hin und gucken, ob wir den Schatz sehen. Und vorher gucken wir natürlich, ob da irgendwelche gefährlichen Tiere sind, die uns töten könnten. Ich glaube, dass da unten in der Leiste, wo links und rechts steht, sind die Kanonenkugeln. Also, weil ich habe ja 5 Kanonen hinten, links, 5 Kanonen rechts. Ja, passt. Okay, dann ein bisschen noch nach rechts. Und dann würde ich hier auch gleich schon den Anker lichten. Also einmal hier stoppen bitte, wenn's geht. Fahr hier einmal kurz so. Oh, nicht so weit, nicht so weit, nicht so weit. Sonst fahre ich noch voll da rein in dieses Shipyard. Kann ich hier den Anker lichten, bitte? Sehr, sehr nett. Irgendwo? Komm, bitte, hier. Auch nicht. Immer noch nicht. Komm. Gut. Hier konnte ich jetzt stoppen und dann gucken wir mal, wo wir hin müssen. Hier, das müsste die sein, ne? Ja. Gut. Wir müssten nochmal näher ranzoomen hier im Atlas. An die Insel. So. Gut. Wir müssen ein bisschen hoch noch. Das heißt, wir nehmen nochmal hier das Rad. Drehen. Wir müssen noch einmal um die Kurve da. Dann geht das Video halt länger als 20 Minuten. Okay, hier drehen. Gut. Das große Schiff ist nicht fest. Ah doch, ist festgeankert. Mir wird gerade nur noch nicht angezeigt. Okay, dann hier jetzt um die Kurve, dann stoppen. Guck mal, wo wir sind hier. Ja. Okay. Boah, der hat auch oben drauf Kanonen. Das ist bemannt. Also da sind hier. Ja, Entities. Gekaufte. So. Okay. Jetzt muss ich. Hier kann man hoch, okay. Was ist das? Das ist ein Löwe? Ja, hier möchte ich ihn nicht so gerne anhalten. Zum Löwe. Der ist, glaube ich, nicht so nett. Noch ein Löwe. Eine Schlange, die ist kein Problem. Und die Löwen sind halt sehr stark. Da ist noch ein Löwe. Ich mach mal hier. Und geh dann ins Inventar. Guck mal hier drauf. Komm. Geht wahrscheinlich nicht, weil ich hier gerade im Lenkrad bin. Ah, jetzt. So.
Wir sind tatsächlich jetzt zu weit gefahren sogar. Boah, das ist dann ja direkt da, wo es so steil da ist. Ja, da kommen wir leider nicht so easy dran, wegen den ganzen Löwen. Das heißt, wir fahren einfach zurück wieder. Ich muss mal eben gucken, in welche Richtung ich muss. Danach kann ich ausmachen. Also die Aufnahme für euch. Das ist mein Sloop. Okay, ich muss in Richtung Norden. Okay. Genau dahin. Okay. Ein Level up. Gut. Nochmal Weight. Jetzt haben wir 400 Weight schon dazu gehabt insgesamt. Kann ich als nächstes Mal das nächste Mal Crew machen? Soundbug. Okay. Dann würde ich aber auch sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.